Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir haben in der letzten Folge einen kleinen Imager nach da oben geschickt, in den Low Kerbin Orbit. Und fliegen heute wieder mit einer unserer alten Raketen, einer unserer guten Raketen, die schon seit langem im Dienst ist, die eigentlich für die Mann Station zuständig ist, aber heute fliegen wir woanders hin. Aber das sage ich erst später, wo wir hinfliegen. Ich würde sagen, wir starten in 3, 2, 1, Liftoff. Okay, die hat nicht so viel Power wie erwartet. Ihr seht schon, vielleicht erkennt der eine oder andere noch, die ist sehr speziell gebaut. Und ist eine meiner, ich würde sagen, Lieblingsraketen, weil die wirklich gut und einfach zu fliegen war und genauso funktioniert hat, wie ich es wollte immer. Die hat auch hier ihre Parachutes alles, eine Remote-Steuerung sogar gehabt und alles. Die ist echt gut geworden damals. Und heute dienen sie uns einmal wieder aufs Neue, um in Richtung Mann zu kommen, aber nicht zu meinen Station, wie gesagt. Ja, vielleicht hat sie ein oder andere herausgefunden, wo wir diesmal hinfliegen. Wir haben dann noch einen alten Freund liegen. Einen alten Freund. Und bald ist sein Tag gekommen, zu zeigen, was er kann. Und ich hoffe, er kann was. Ansonsten haben wir ein Problem. Booster K1's Test Mission Sonde. So, wenn jetzt langsam, immer. Langsam habe ich gesagt, Grütze, fix nicht so schnell. Nicht so schnell, ruhig, Brauner, ruhig. Der hat einen Stress, auf die 45 Grad zu kommen, das glaube ich ja gar nicht. Runterkommen, ganz vorsichtig. So, jetzt sind wir auf dem 45 Grad. Die Rakete fliegt einwandfrei wieder mal. Okay, sie ist auch wirklich schon oft geflogen worden und sie wurde getestet wie ohne sonst was. Wir haben jetzt Staging. Wie gerade die fliegen. Ich bin gar nicht erschrocken, wie gerade die fliegen. Ein bisschen weniger Schub jetzt, 2-0, aber das ist eh ordentlich, immer noch ordentlich. Was willst du mehr eigentlich? Der Abwärtsschub steigt schön, das ist gut. Ich würde sagen, wir gehen so auf 25 Grad hoch. Schauen einfach, dass wir langsam in die Orbit-Richtung kommen. Das passt fürs Erste. Ja, das passt gut. Wir gehen noch mal ein bisschen hoch. Perfekt. So wollen wir das. Jetzt sind wir bei 40 Kilometer Apoapsis. Insgesamt 30.000 Kilometer. 30.000 Kilometer. Immer wieder passiert mir das. So, wir gehen so 15 Grad. Gehen wir durch die Hot Stage. Geht noch weiter runter auf 10 Grad. Und jetzt haben wir einen Apoapsis von 60, noch 400 Meter pro Sekunde in der Stage drin. Ich hoffe, dass wir noch bis auf die 70 kommen. Sollte sich aber gut ausgehen. Das ging sich perfekt aus. Jetzt kann ich Stage ganz vorsichtig noch ein bisschen fliegen. Staging. Die können wir jetzt auch nur zweimal verwenden. Einmal um den Orbit zu schaffen und danach in die nächsten Orbit zu fliegen. Aber es hat gut funktioniert wieder mal. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie gut teilweise das ganze Zeug funktioniert. Aber was willst du denn mehr? Außer eine wirklich gut funktionierende Rakete. Das ist immer einwandfrei. Da fliegt der Booster.
dahin sind wir gestartet. Wir sind nicht schon voll weit wieder. Wir überlegen, da unten sind wir vorhin gelandet mal. Mit dem Flugzeug, das hat 15 Minuten, 10 Minuten gedauert, bis wir da waren. Und wir sind schon einiges weiter und vor allem auch höher. 60 Kilometer über dem Boden. Und in eine schöne Flugbahn. So. Schauen wir, dass wir schön rauskommen aus der Atmosphäre. Und wir sind draußen. Schauen wir, dass wir noch ein bisschen höher kommen einfach. ...85, irgendwo da oben sollten wir dann anschalten. Drehrotation wurde aktiviert. Stage ist aktiv. Und bringt uns jetzt in den Orbit. Aktuell sind wir noch im Suborbit und jetzt geht's in den Orbit. Hochboosten. Im Grunde ist es ja wurscht, wie weit wir jetzt fliegen, wie hoch es geht. Wir haben eh ein Ziel. Perfekt. Dann die Gegenseite voll hoch gepusht. Jetzt sehen wir mal den Mann als unser Ziel. Als Ziel setzen. Erdmanöver hier. Und ziehen das schön raus. Jetzt wird wieder runter. Immer so ein bisschen schauen, dass wir noch weniger verwendet, ne? Das ist immer so das Ziel. So wenig wie möglich verwenden müssen. So, und jetzt schauen wir mal zum Mann. In welche Richtung fliegt denn das Teil? Sollte passen. Jetzt können wir uns ausrichten. Punkt erreichen wir in 4 Minuten. Schubzeit ist 21 Sekunden. Danach ist die Stage depleted und für uns nicht mehr vom Nutzen. Ist eigentlich dumm, weil verwendbar und könnte eigentlich dementsprechend noch umgebaut werden, aber wir werden es genauso nutzen, weil es jetzt gerade für uns die beste Wahl ist und es nur einmal passiert in diesem Fall. Normalerweise würde ich schauen, dass wir sie in Mann bürsten lassen, um den Müll zu vermeiden. Wir haben schon nicht extrem viel Müll hier im Orbit. Aber in diesem Fall ist es relativ wurscht. Hier vorspulen. Ja, so, okay. Ein bisschen weiter vorspulen. Hier vorspulen. Perfekt. Jetzt warten wir auf 10 Sekunden und dann sollte der perfekte Burn zur Verfügung stehen. Das wäre natürlich genial jetzt, wenn das alles wieder so klappt. Und ich bin gespannt, wer sich noch erinnern kann, was wir da besuchen heute. Was genau da auf unserem heutigen Plan sozusagen steht. Ich glaube, einige können sich noch daran erinnern, die Serie wirklich lang verfolgen. Ich glaube, es war kurz nach Folge 100, wo wir damit eigentlich einmal angefangen haben. Und dann ist leider, ja, einiges passiert und das Projekt wurde, wie so manche normalen Projekte heutzutage von der NASA... jetzt müssen wir einmal hoffen, dass die Stage noch einmal funktioniert. Das wäre gut, wenn sie noch einmal funktionieren würde, wir haben überschossen. Ja, sie funktioniert noch einmal perfekt. Perfekt. Jetzt wird die Fan geöffnet. Die Couplage. Und wir gehen aus der Kappel hier raus. Packen die Solarmodule aus, die wir hier verbaut haben. Und vielleicht der eine oder andere kann sich daran erinnern, dass ich sowas gebaut habe, sowas in der Art wie die neue Mission von NASA. Vom Stage of Sound her habe ich es versucht.
Und das ist es. Genau das haben wir immer auch verwendet, um zur Manstation zu kommen. Ist ja eigentlich der Plan auch von der NASA, sowas, das neue System zu verwenden mit der SLS, um zum Mond zu kommen. Wir verwenden es halt für Mann und haben unsere kleine Funkbasis hier. So, jetzt schauen wir mal schnell, dass hier die Lichter auch aktiviert werden, weil ich glaube, die Kerbals wollen noch was sehen. Lichter an, genau. Perfekt. Und jetzt geht's auf den Trip zu Minmus. Genau. Ich bin schon zu Minmus eingefahren wieder. Zum Mann, mal wieder nach langer Zeit. Ist auch schon wieder lang her. Lange, lange ist her. Wir haben 24 Stufen hier noch. Das ist natürlich super. 1500 MS, das sollte hoffentlich dann reichen, um dementsprechend die Flugbahn auch einzurichten. Das Ding muss natürlich auch, in diesem Fall muss es nicht selbstständig zurück nach Kerbin, was natürlich perfekt ist, weil wir was mit zurücknehmen, was halt lang da halt oben dümpelt. Und es zurück nach Kerbin muss aus einem bestimmten Grund. Es gibt eine eventuelle Mission, die es auszuführen hat, weil... Hä? Hier ist irgendwas schiefgelaufen, Leute. Nicht im guten Sinne. Hä? Hä? Ihr seht, was ich meine, dass irgendwie das Spiel mittlerweile ganz schön buggig ist. Holy shit, hä? Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir machen es jetzt so. Das war's für diese Folge. Wir schicken die wieder zurück zu Kerbin mit der Station. Ich schicke eine neue Rakete rauf und wir sehen uns dann erst wieder, wenn wir beim Mann sind und uns ready gemacht haben für das Undock-Manöver. Dann müsst ihr euch nicht das Ganze nochmal ansehen und wir sind nächstes Mal schon bei unserer neuen Mission. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Woo!